Mahlzeit, Leute. Herzlich willkommen zurück zu War Tales und unseren räudigen Füchsen hier im Kampf im Banditenunterschlupf. Und ich muss sagen, ganz schön knackig. Wir haben das ein oder andere Problem hier. Und ich bin echt froh, dass wir in diesen Kampf nicht gegangen sind, wenn hier noch irgendwie Verstärkung ankommt, wenn noch ein Totenkopf irgendwie auf dem Lager ist. Wir haben so schon unsere Probleme. Gucken wir mal, wir haben mit Catwiesel am Schluss beendet. Der kriegt jetzt hier auch gleich einen zurück. 58. Aber der Gegner, na, er lebt noch, ne? 17. So, dann haben wir da hinten den Bogenschützen. Ich hoffe, der schießt einem seiner eigenen Leute in den Rücken. Denn sonst wird es hier echt kritisch. Schaschlik kann nur den Hagel machen. Das will ich eigentlich nicht. Wir haben hier oben der Erde noch tot geweiht. Also da müssen wir eh mit irgendjemand ran und heilen. Ich würde sagen, hier haben wir den Michel. Wir können dann zwar nicht mehr den zurückwerfenden Schuss machen, wenn wir heilen. Das ist die Frage, brauchen wir das jetzt an der Stelle oder nehmen wir erst jemand, der Tapferkeitspunkte generieren kann? Wir können zurückwerfen, der Schuss. Und dann hätten wir mit Jade könnten wir die Runde drauf auch heilen. Also das wäre schon machbar. Es sind noch 9. Lass uns mal gucken. Das sind diese beiden hier. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, okay. Ich meine, wir hätten auch die Möglichkeit. Schau mal, wir können hier natürlich auch auf sie schießen. Ne? Dass er sie vielleicht tötet. Das wäre eine Option. Allerdings kriegen wir dann nur einen Schuss raus. Nee. Gefällt mir nicht. Komm. Tot. Und dann kriegen wir vielleicht auch noch ihn getötet, oder? Jawohl. Sehr gut. Sehr gut. Und wir haben die tapfere Unterstützung. Die geben wir hier. Und damit haben wir den tapferen. Jetzt komm, schieß einem in den Rücken. Ja, hat seinen eigenen erwischt. Ja, das war natürlich wunderschön. Jetzt haben wir noch den hier. Jetzt sieht es hier wiederum ganz gut aus. Schaschlik kriegt jetzt, aber halt, Fuchs ja kann sich bewegen. Ne? Ist dann aber auch tot geweiht. Aber dann ist er wiederum frei. Fuchsia bekommt für einen Kill. Kriegen wir den? Ja, den kriegen wir. Und wir haben einen Tapferkeitspunkt bekommen. Und jetzt
Ja gut, die beiden da hinten, aber die stören ja eigentlich nicht, ne? Wir nehmen den hier. So, sie ist jetzt... Ach, scheiße. Fehler gemacht. Ich habe mich rangestellt. Ich darf mich nicht ranstellen. Sie brennt. Dann müssen wir die Bewegung jetzt nehmen. Okay. So, jetzt. Schön. Damit haben wir auch das Feuer gelöscht, ne? Durch das Rennen. Sehr gut. Hier. Na, da brauchen wir eigentlich nichts machen. Jetzt heilen wir. Ne, jetzt haben wir wieder keinen Tapferkeitspunkt. Ne? Wir brauchen einen Tapferkeitspunkt, um hier der Erde zu heilen. Der muss noch irgendwie her, der Tapferkeitspunkt. Wie kriegen wir den? Hier kriegen wir tapfere Unterstützung. Dann darf er aber nicht in den Nahkampf verwickelt sein. Pass auf, wir versuchen hier den. Ja. Ja. Und dann gehen wir hier hin. Tapferkeitspunkt haben wir bekommen. Und jetzt können wir hier oben heilen. Mit wem machen wir das? Mit Jade, weil den Overwatch brauchen wir hier eh nicht. Das heißt, der Erte ist nicht mehr totgeweiht. Und Jade schießt ihm in den... Schlechter Schuss, ne? Aber bringt nichts anderes. Wir können nur den machen. 61. Okay. Gut, aber dann können wir den Kill hier auch machen. Sieht gut aus. Jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es im Griff. Tapfer, Ansporn und wir ziehen ihr bis hier runter. Einer kommt noch dran. Der hier. Und der wird jetzt halt nochmal austeilen. Den kann ich nicht. Da komme ich nicht irgendwie mit keinem ran. Gut, dann schlitzen wir hier mal auf. 59. Und jetzt können wir mit der Erde von hinten wahrscheinlich den Kill machen. Jawohl. Kann ich hier durchschießen? Aber ich nehme jetzt mal, wir sprinten jetzt mal die 5 Meter. Schauen wir mal. Nee, weil er sie nicht sieht. Ah, okay. Na. Gut, Zug beenden. Okay, was machst du? Verbesserte Präzision, du teilst... Der bewegt sich nicht? Wieso? Ach, das war der, den wir entwaffnet hatten. Und dann deswegen bewegt er sich nicht. Okay, ja, dann ist eigentlich das Ding erledigt, oder? Schaschlik. Du bist weg.
So, der kommt als nächstes dran hier. Aber jetzt haben wir ja auch wieder Jasmin. Wir könnten ihn wieder entwaffnen. Nee, könnten wir nicht, weil wir keine Tapferkeitspunkte haben. Fuchs, ja. Warte mal. Können wir hier nicht mit Tom Fuchs ran? Dagan. Einmal, zweimal, dreimal. Keine Tapferkeitspunkte, ne? Für einen weiteren Schlag. Egal. Laufen wir weg. Jetzt sind sie aber beide so angenockt, dass das war's jetzt. Machen wir mit Fuchs, ja. Ihn so. Und den anderen mit einem Fackelschlag. Gut. Alle erwischt, alle erledigt. Sehr schön. 54 Kronen. Dietriche, Weizen haben wir hier. Wir nehmen mal alles mit und das schauen wir uns dann in Ruhe an. Können wir es alles tragen? Ich denke schon. Jede Menge Rüstungen. Und ja, wir könnten alles reparieren. Wir haben hier aber auch in der Nähe irgendwo, hier können wir nach Hulburg oder nach Drombach. So, ihr seht's. Ne, noch seht ihr nichts. Noch gibt's den Haken nicht. Noch müssen wir erst einmal, noch einmal klicken. Jetzt ist er da. Wir haben die Mission abgeschlossen. Und wir haben den Banditenunterschlupf als Ort. Was haben wir denn hier alles? Fächer, Schmuckstück, Bett, Ammelfleisch, Marmor, Handelsgut. Oh, interessant. Marmor kannte ich bisher noch nicht als Handelsgut. Das ist, glaube ich, neu. Und zwei Baupläne. Halsbänder, naja, ist für Tiere, ne? Ist für Tiere. Nehmen wir beide natürlich mit. Haben will ich es ja, auch wenn wir jetzt nicht unbedingt mit Tieren spielen. Senftonikum. Gürtelzubehör. Jedes Mal, wenn diese Einheit im Nahkampf Schaden erleidet, wirft sie Schaden in Höhe von 5% ihrer maximalen Rüstung zurück. Oh, ist für einen Tank ganz gut. Taschenmesser, Crit-Schaden 15% erhöht. Und ein Spangenhelm. Jede Menge Sachen hier, ne? Was haben wir hier beim Essen? Einen Methecht. Nehmen wir auch mit. Dann hacken wir auch einmal Holz. Ja, lassen wir mal Sunny hacken. Jawohl, und dadurch wird sie zum Lehrling. Und wir haben den letzten, den Schwarzmarktvertreter. Oh, da kriegen wir wieder interessante Sachen, ne? Wenn du den Nutzen von allem, was der Black Market hat, zu offeren, dann musst du deinen Weg dort machen. In der Zwischenzeit kannst du mit mir handeln. Genau. Ich nehme alles und alles, woher es kommt. Den Bauplan Ohrennetz. Was ist denn bitteschön ein Ohrennetz? Fertigkeit Ohrennetz. Das Tier, das diesen Gegenstand trägt, erhält 20% zusätzliche EP. Okay. Naja. Die Sachen, die sind mir natürlich hier lieber. Ja, Zielen, Laufen, Erste Hilfe vor allen Dingen. 180. Ja. Wir können sie auf dem Schwarzmarkt ja im Zweifelsfall sogar stehlen. Aber gut, das ist, weil wir jedes einzeln stehlen müssen, ist es nicht so ganz geschickt, ne? 37, die gönne ich mir. Das kaufen wir, auch wenn ich das Ding nicht brauche. Aber ich will es haben, den Bauplan, und ich will es einmal herstellen, dass wir hier Wissenspunkte bekommen. Ich kaufe jetzt hier keines dieser Bücher. Wir können hier ja jederzeit wieder zurück. Gut, dann
Lasst uns mal jetzt schauen. Was ist jetzt, wie sieht es jetzt aus hier mit dem Häkchen? Den haben wir. Also, der eine Ort fehlt natürlich immer noch. Handel und Handwerk ist der, wäre der 31. Haken. Ich bin mir sicher, hier, das ist ein Bug. Das ist ein Bug, das habe ich nämlich in der Zwischenzeit auf einem Screenshot gesehen, dass diese Peterbrücke eigentlich weiß sein müsste, so wie die anderen Orte, und dass dort auch ein Häkchen. Und der kommt eigentlich in dem Moment, wo diese Brücke, wie war das denn? Die war kaputt und die wurde repariert oder irgendwie sowas? Und das hat es irgendwie nicht getriggert, ne? Als abgeschlossen. Also hier stimmt irgendwas nicht. Das müsste meiner Meinung nach, müsste das weiß sein und es müsste ein Häkchen dort sein. Aber, was machen wir jetzt? Jetzt gehen wir nach Hullburg und lassen uns dort erstmal die Rüstungen reparieren. Hier gibt es ja, glaube ich, nichts, ne? In dieser Zuflucht. Hey, das ist ja nur eine Kneipe. Was haben wir denn hier für... Wir hatten hier einen Speerkämpfer. Und das war's schon. This shelter is the last stop before Mount Ernst. Okay, aber wir können hier singen. Und das lassen wir unseren Lieben der Erde doch direkt mal machen. Abenteuer zuhauf. Sehr gut. Unser Bade. Momentan kann er nur ein einziges Lied. Das Abenteuer zuhauf, das kennen wir schon in- und auswendig. Und eine Jagdtrophäe gab es noch on top. Und er ist Badeveteran. Die Menge ist bereit, euch wertvolle Gegenstände zu schenken. Das ist doch schön. Wunderbar, da Erte läuft. Dann brechen wir hier aber direkt wieder auf. Denn wir wollen ja hier nach Hullburg. Denn dort gibt es einen Schmied. Meines Wissens. Ich hoffe, ich erzähle keinen Quatsch. Ja, hier gibt es einen Schmied und einen Apotheker. Ist wunderbar. Sehr schön. Meister Irmi. Meisterin Irmi. Wir reparieren. Und wir kaufen ihr auch mal die ganzen Rohmaterialien ab. Und dann schmieden oder so möchte ich jetzt hier eigentlich nichts, oder? Das müsste ich mir auch mal in Ruhe wieder anschauen, was jetzt hier noch alles ansteht. Und die Apothekerstube. I can heal any injury, but frostbite is my speciality. 240 ist natürlich heftig, ne? Mit dieser Scheiß vom Auge getroffen. Hä? Halt mal, was ist das? Die Gesundheit ist wieder da. Nach dem Kampf ist die Gesundheit wieder geheilt. Aber dieses Auge ist immer noch da. Das ist ja jetzt schräg. Geht das weg nach der nächsten Rast? Wahrscheinlich nicht. Aber das, was diese Verwundung hier eigentlich macht, ist ja gar nicht mehr vorhanden. Das ist ein bisschen kurios, ne? Ich würde mal eine Rast abwarten, ob das weggeht. Weil das ist natürlich auch dafür verantwortlich, dass das hier so teuer ist, wenn wir hier heilen, weil er das aktuell noch als einzelne Verwundung zählt bei jedem. Das ist unschön. Öl der Erschöpfung.
Jedes Mal, wenn eine Fertigkeit Schaden verursacht, bewirkt sie mit 50% Wahrscheinlichkeit benommen. Der nächste Gelegenheitsangriff dieser Einheit bewirkt keinen Schaden. Mhm. Ja, haben will ich's. 75 laufen. Wir gucken mal, was wir herstellen können. Fuchsia. Also Reifstahl ist immer gut. Wir haben einmal zurückgewonnen, können deswegen nochmal herstellen. Und jetzt können wir Heilmedizin noch herstellen, zweimal. Für mehr reicht unser Beinwell leider nicht. Wie sieht's mit unverdorbener Essenz? Ist auch gut. Können wir arkadischer Stahl. Stellen wir auch direkt her. Und jetzt schauen wir mal, was bei den Ölen, ob wir da irgendeins haben, was wir noch nicht hatten, was uns vielleicht irgendeinen Bonus bringt. Ne, hatten wir alle schon. Na gut. Dann, tja, also wie gesagt, da müssen wir jetzt die nächste Rast abwarten. Ob das weggeht von alleine oder nicht. Ich würde, ja, ansonsten können wir natürlich nirgends. Na gut, wir wandern jetzt hier oben rum in Richtung Zuchthaus. So, hier haben wir einen Händler. Können wir dem irgendwas abdrücken? Might I interest you in my humble wares, my good sirs? Ja, diese Fächer können wir ihm verkaufen. Die Brille können wir ihm verkaufen. Den können wir verkaufen. Den können wir verkaufen. Das Schmuckstück können wir verkaufen. Okay. Marmor war auch 106 ist der Wert. Wobei ich befürchte mal, wenn wir den hier oben bekommen im Banditenunterschlupf, dann verkaufen wir den weiter südlich oder irgendwo anders natürlich noch mit mehr Gewinn als mit den 106. Deswegen behalte ich den mal. Okay. So, und jetzt gehen wir hier ein bisschen in den Wald und schlagen ein Lager auf. Und rasten. So, als erstes gilt es jetzt, die Gefangenen hier nochmal ein bisschen auch zu ordnen. Nicht, dass die uns verhängen. Da hängen 4 Stück dran, ne? Also ich sehe nur 3, die dranhängen. Er zeigt mir aber 4 von 4 an. Hä? Hä? Jetzt mal ohne Quatsch, wer steht denn hier? Hä? Hier ist einer. Hier drüben ist einer. Hier sind doch nur 3 Stück dran. Ich mach's. Ah, die waren irgendwie überlappt, okay. Ah, jetzt passt auch irgendwie. Irgendwie waren die nämlich, da waren 2 an der gleichen Seite angeschlagen und es war irgendwie grafikmäßig verbuggt. Okay, so passt es. Du arbeitest hier weiter. Bum, 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 passt. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
6 Gefangene haben wir. Also 4 hängen hier dran, genau. Einer ist der Bade hier mit 0% Fluchtgefahr. Und der hier mit 30%. So, wir haben ein bisschen Salz. Das heißt, wir könnten einmal kurz gucken, ob wir was kochen können. Ja, können wir. Ja, die würde ich gerne für was anderes benutzen. Komm, wir nehmen das Brot. Zurückgewonnen, aber kein Salz mehr. Gut, dann Salzkelle und oder Salzschaufel. Und wir haben, habe ich den... Diese Schienen, ja, habe ich. Schienen. Der Träger heilt seine Verletzung mit einer Wahrscheinlichkeit von 20% im Schlaf. Die geben wir mal Gurke. Obwohl, halt, was hat er? Doch, die Willenskraft, ne? Geben wir mal Gurke, ja. Und dann schlafen wir. Und dann bin ich gespannt, ob diese Augengeschichte da weg ist, diese Verwundung. Ansonsten ist es doof. Ansonsten müssen wir nämlich irgendwann wirklich da ordentlich Geld für blechen, dass wir die wegbekommen. Wir nehmen die Brathähnchen in Blaubeersoße. Wir nehmen den Methecht. Ja. Und dann hauen wir hier die Hähnchen mal raus. Gut. Passt. Rasten. Und wir werden von Wölfen überrascht und überfallen. Verdammte Axt. Wir könnten für 15 Räucherfleisch könnte ich die Sache umgehen. Ich glaube, das machen wir. So, Gurke hat sich von seiner Verletzung erholt. Der Trupp ist ausgeruht, Fuchsia hat den Gefangenen an der Flucht gehindert und so weiter und so fort. Okay, aber das heißt, Gurke hat vom Auge getroffen, ist nach wie vor da und das geht nicht weg. Das ist ziemlich beschissen, ne? Denn die haben ja eigentlich nichts. Die sind auf voller Stärke, die sind auf voller HP. Aber der Apotheker will Kohle dafür, dass er uns diesen Perk hier wegnimmt. Also dieses Icon. Hatten wir nicht irgendwo einen Apotheker, der uns umsonst heilt? Schauen wir mal. Irgendwo war da einer. Irgendwo war da was. Also wir werden erstmal das hier noch machen. Die Pfadpunkte. Schau gerade mal, wie lang... Ah ja, okay. Wir laufen auf jeden Fall noch zum Zuchthaus. Wo müssen wir hin? Ja, hier... An denen laufen wir vorbei. Die Wache kämpft hier gegen Wildschweine. Sehr gut. Ja, da läuft natürlich auch wieder eine Wache. Ich hoffe, die hauen jetzt irgendwo ab. Drehen so ein bisschen ab. Wir bleiben hier auf der Straße und sind dann auch hoffentlich schneller. Ja, passt. Zuchthaus. Wir überreichen euch Gesetzlose. Und zwar... Warte mal, jetzt muss ich kurz gucken. Wer war der, der hier gearbeitet hat? Patvrim. Also Pelrik. Der hat uns zwar jetzt den Baden gespielt, aber den brauchen wir ja eigentlich nicht mehr. Wir haben ja einen Baden. Pelrik, Miese und Burinon, die geben wir ab. It won't be hard for your scoundrel to find a new... It won't be hard for your scoundrel... Und Miese. It won't be hard for your scoundrel to find a new master. The demand for slaves is higher than ever since the Inquisition. Damit haben wir auch natürlich dafür gesorgt, dass unser Verdachtmoment wieder runtergeht. Das ist... auch nicht schlecht, und dann können wir wieder irgendwo was stehlen. Der bleibt nicht lange niedrig bei den räudigen Füchsen, das wisst ihr. So.
1000. Hier fehlt noch ein bisschen was. Okay, das heißt, wir werden... Ich guck hier trotzdem mal rein. Vielleicht kriegen wir es hier... Komm, das machen wir zum Abschluss noch. So viel Zeit muss sein. Wir gehen hier runter. Ich will den Ort noch erreichen und mal gucken, ob der Apotheker uns vielleicht doch günstiger heilt. Oder vielleicht sogar umsonst. Und dann haben wir ja hier noch einen Kopfgeldauftrag, der uns auch nochmal 400 oder so bringt. Im Zweifel. So, die Wache haben wir verarscht. Und wir sind in Neuastell. Und jetzt gucken wir mal hier, wie sieht's aus? Thanks to you. My remedy is almost ready. Richtig. Die heilt uns für Ome. Und damit ist es weg. Sehr gut. Hatte ich es doch richtig in Erinnerung. Wunderbar. Das heißt... Ja, das heißt... Herstellen wollen wir nichts. Rüstungen sind repariert. Wir sind geheilt. Wir haben die Gefangenen so weit abgegeben, wie wir sie abgeben wollten. Jetzt holen wir uns hier noch unsere Belohnung. Here is your reward. Und dann schauen wir mal hier noch rein. Genau, der Gunditz-Trupp ist noch offen, auf einfach. Dann haben wir hier eine Bande. Handel. Attentat. Handel. Jetzt nichts dabei, was mich jetzt umhaut. Honestly, I like Tippet. Aber ihr wisst, wir suchen ja noch einen 15. Mann. Und ich hatte ja schon eine Meldung. Jetzt haben wir hier allerdings nur zwei Bogenschützen sitzen. Bogenschützen will ich auf keinen Fall. Hier hätten wir noch einen Waldläufer. Davon haben wir aber auch genug. Nee. It's good to see things return to normal. Gut, dann... Beenden wir die heutige Folge und werden... Komm, nee. Handelsposten. Wir kaufen die Straße jetzt noch. Da ist er. Der Gesandte der Hausierer. 1500... Nee, können wir gar nicht. Können wir ja gar nicht. Uns fehlen ja noch die... Uns fehlt ja noch die 1000... Einfluss. Das heißt... Wir sehen uns morgen wieder mit War Tales und dann begeben wir uns nochmal hier hoch, nach Norden, ja, hierhin. Irgendwo da oben ist der 33. Ort und wir müssen ihn finden. In diesem Sinne, wir sehen uns morgen also wieder. Bis dahin, haut da rein. Tschö, tschö.